Heute hier bei Bild, da knöpfen wir uns mal die Klimakleber vor. Diejenigen, die sich ja immer auf die Straßen kleben, die Gemälde beschädigen, die neuerdings dann auch noch Ministerien kapern. Und ja, was denn noch alles noch, fragt man sich. Tja, und das eben genau das wollen wir einen dieser Klimakleber selber fragen. Jetzt hier gleich bei Bild Live. Besetzungen, Blockaden, Sachbeschädigungen. Es ist die Woche der Klimaproteste. Es ist die nächste Stufe hin zur Eskalation. Bereits am Sonntag kapern Klimakaoten das Gebäude, in dem der Deutsche Weltklimagipfel tagt, kleben sich am Eingang fest. Gerechtigkeit weltweit skandieren die Demonstranten und fordern jetzt. Im Inneren des Gebäudes spricht der Kanzler, als plötzlich Feueralarm ausgelöst wird. So we are discussing pressing issues. Someone pressed the fire alarm. And he's not really supporting our debates over here. They are doing some protests about climate and things like that. Der Protest wird schließlich von der Polizei aufgelöst. Montagmorgen, die Woche beginnt, die Klimakaoten kommen und stürmen das Bundesfinanzministerium, schaffen es sogar bis ins Vorzimmer von Christian Lindner, in dem sie sich als Besuchergruppe ausgeben. In diesem Moment besetzen etwa 30 Aktivisten das Finanzministerium. Sie wollen auf die missliche Schuldensituation des globalen Südens aufmerksam machen. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle. Dienstag. Bundesverkehrsministerium. Die Aktivisten von Scientist Rebellion beschmieren das Bundesministerium mit Rote-Bete-Saft, blockieren die Straßen rund um das Gebäude. Mittwoch. Die Zentrale des VW-Konzerns in Wolfsburg. Auch hier Sachbeschädigungen. Die Chaoten werfen Politik und Industrie Versagen in der Klimapolitik vor. Donnerstagmorgen, Berliner Berufsverkehr. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation kleben sich an der Straße fest, blockieren den Berufsverkehr. Fünf Aktionen in einer Woche. Was passiert als nächstes? Und bei Bild Live jetzt einer dieser Klimakleber, Jakob Beyer, Pressesprecher von der Letzten Generation. Schönen guten Tag bei Bild Live. Guten Tag. Herr Beyer, spinnen Sie? Ich glaube, wir spinnen auf keinen Fall. Wir steuern gerade auf eine absolute Klimakatastrophe zu. Die Regierung spricht immer noch von 1,5 Grad, die werden wir definitiv reißen. Wir steuern auf eine 3 bis 4 Grad heißere Welt zu und damit auf eine Zukunft, in der wir in Flutkatastrophen und Hungersnöten leben werden. Die Frage haben wir natürlich schon gestellt, weil wir schon der Meinung sind, dass relativ viele Deutsche das, glaube ich, glauben, nämlich, dass sie spinnen. Glauben Sie das nicht? Entschuldigung? Wir haben schon den Eindruck, dass relativ viele Menschen in Deutschland hier glauben, genau das nämlich, dass sie eigentlich ein bisschen spinnen. Merken Sie das nicht auch, dass das irgendwie aus der Gesellschaft zurückkommt zu Ihnen? Wir haben über die vergangenen Jahre alles versucht. Wir waren mit Fridays for Future mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Wir haben Petitionen unterschrieben, wir haben zivilgesellschaftliches Engagement betrieben. Das Ergebnis davon war ein verfassungsschutzwidriges Klimaschutzpaket, weil dieses Klimaschutzpaket zukünftige Generationen nicht schützt. Wir haben jetzt ein sehr kurzes Zeitfenster, das sich sehr schnell schließt. Das sagen nicht wir, das sagt der Weltklimarat. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist es irgendwann zu spät. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie, Herr Beyer? Wie alt sind Sie? Entschuldigung? Wie alt sind Sie, Herr Beyer? Ich bin 29. Und mit 29 glauben Sie, dass Sie schon alle Mittel, alles in Ihrem Leben versucht haben? Wir leben ja in der Demokratie. Da könnte man sich zur Wahl stellen, da könnte man in eine Partei gehen, da könnte man mit Argumenten kämpfen. Mit 29 Jahren sind Sie schon am Ende? Ich denke, es geht nicht um meine persönliche Lebensspanne und was ich persönlich ganz direkt schon alles versucht habe, sondern dass wir ein Zeitfenster haben, welches sich gerade schließt. Wir haben noch 2 bis 3 Jahre. Unsere Welt beginnt gerade in Flammen aufzugehen. Wir haben es dieses Jahr gesehen, die Sächsische Schweiz hat wochenlang gebrannt, deutschlandweit sind die Flüsse ausgetrocknet. Das passiert alles jetzt schon, wo die Welt sich noch nicht um 3 bis 4 Grad erhitzt hat. Ja, das ist der entscheidende Zeitraum. Wir müssen jetzt handeln. Wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir es nicht schaffen, so sehr zu stören, dass die Politik so unter Druck gesetzt wird, dass wir jetzt entsprechende Maßnahmen bekommen,
dann ist es irgendwann zu spät. Deswegen müssen wir zu Protestformen greifen, die leider auch unangenehm sind. Keiner von uns tut das gerne, aber es ist besser, als in einer Welt zu leben, wo wir nicht genug zu essen haben werden. Sie sagen, Sie müssen in diese Art von Protest, aber genau das ist eben die Frage. Warum versuchen Sie es nicht einfach mal damit, die Menschen zu überzeugen, die Bürger hinter sich zu bringen und nicht einfach so lange sie zu nerven, zu stressen und zu stören, sondern einfach mal zu versuchen, mit guten Argumenten die Menschen auf ihre Seite zu ziehen? Wir gehen gerade in Berlin auf die Straßen mit zwei ganz konkreten Forderungen. Und zwar einmal der Forderung nach der Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets und einem Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Das sind beides Forderungen, die einen großen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Beides Forderungen, die sofort massiv CO2 einsparen würden und gleichzeitig den Menschen zugutekommen würden. Aber ja, in einer Demokratie kann man solche Dinge ja dann auch beschließen, aber ein bisschen Geduld muss man dann vielleicht auch einfach haben, den demokratischen Prozess dann auch durchzuziehen. Nur weil man eine Idee gut findet und weil man die durchsetzen will, kann man sich doch nicht einfach auf die Straße setzen und alles blockieren und sagen, ich will das jetzt so. Das ist doch ein bisschen kindisch. Ich weiß nicht, ob Sie mir gerade zugehört haben. Ja, habe ich. Wir müssen natürlich Geduld haben, aber wenn das Zeitfenster 2 bis 3 Jahre sind, dann ist das der Zeitrahmen, in dem wir noch handeln können. Das müssen wir ernst nehmen. Und in der Demokratie ist der zivile Ungehorsam durchaus ein legitimes Mittel. Wir haben in den letzten Jahren alles versucht. Wenn das nicht ausreicht und wenn das Zeitfenster so gering ist und die Konsequenzen, auf die wir zusteuern, wenn wir jetzt nicht handeln, so massiv sind, Milliarden Menschen werden sterben, dann müssen wir jetzt zu Protestformen greifen, die Druck erzeugen können, damit wir diese Maßnahmen, die wir jetzt so dringend brauchen, irgendwie noch erreichen können. Mein Eindruck ist, dass sich die Leute nicht mit Ihnen solidarisieren, verbünden, sondern dass sie das abstoßend finden, mehrheitlich, was sie machen, und dass das eher kontraproduktiv ist. Daher ist das nicht Ihr Eindruck, dass Sie bisher nichts erreicht haben, im Gegenteil? Also wir sind im Januar zum ersten Mal in Berlin auf die Straßen gegangen, damals mit 30 Menschen, und haben eine bundesweite Debatte damals über das Essen-Retten-Gesetz ausgelöst. Wir sind dann zurückgegangen deutschlandweit, haben Vorträge gehalten und sind immer mehr geworden. Das heißt, die Bewegung wächst. Wir haben immer mehr Reaktionen aus der Politik und wir erleben es auch auf den Straßen bei den Blockaden, dass wir immer mehr Zuspruch auch bekommen. Natürlich gibt es viel Kritik, aber es gibt auch immer wieder Menschen, die sagen, danke, dass ihr das macht, wir müssen jetzt was handeln, danke, dass ihr diesen Mut aufbringt. Am Ende brauchen wir Maßnahmen. Diesen Erfolg hatten wir bisher noch nicht, aber das führt bei uns dazu, dass wir sagen, okay, natürlich, dann müssen wir jetzt weitermachen. Wir brauchen Maßnahmen und gleichzeitig liegt es in der Hand der Regierung. Die Regierung kann diese einfachsten Maßnahmen jetzt sofort umsetzen und wir haben von Anfang an immer kommuniziert, sobald diese leicht umsetzbaren Maßnahmen umgesetzt werden, werden wir die Straßen sofort verlassen. Apropos Regierung, gehen Sie eigentlich wählen? Unterstützen Sie den demokratischen Prozess oder sagen Sie, nein, Demokratie ist hier fehl am Platz? Natürlich unterstütze ich die Demokratie. Und wie ich schon gesagt habe, ist der zivile Ungehorsam durchaus ein legitimes Mittel in der Demokratie. Aber gehen Sie wählen? Wenn wir aber sehen, dass das Wählen, dass das ein Kreuz machen alle 4 Jahre auf einem Zettel nicht ausreicht, dann müssen wir schauen, wie wir die Demokratie ergänzen können. Und ich denke, was auch sehr wichtig ist, dass wir Menschen zusammenkommen in BürgerInnenräten, in denen wir gemeinsam entscheiden. Weil so, wie es gerade läuft, trifft die Politik nicht mal die einfachsten Maßnahmen, die den Menschen, auch den Menschen, die dort morgens in den Staus stehen, zugutekommen würden. Na, Sie nehmen für sich in Anspruch, für die Mehrheit zu sprechen. Die Mehrheit ist aber gerade gewählt, egal ob einem das gerade passt mit dieser Ampelkoalition oder nicht. Es gibt auch von anderer Seite sehr, sehr viel Protest und sehr, sehr viel Wut im Moment auf diese und über diese Regierung. Wie weit wollen Sie gehen, wenn Sie sagen, das Zeitfenster aus Ihrer Sicht, das schließt sich immer weiter? Riskieren Sie Menschenleben? Ja, also wie gesagt, das Zeitfenster, das sage nicht ich, das sagt der Weltklimarat, das sagen die WissenschaftlerInnen, die... Wie weit werden Sie gehen? Und für uns ist die rote Linie immer dort, wo wir die Gewaltfreiheit verlassen würden. Wir achten bei allen unseren Aktionen, dass wir friedlich, respektvoll und gewaltfrei bleiben. Das werden wir immer beibehalten. Wir werden aber weiterhin auch immer entschlossen sein und schauen, wo wir den größten Druck auf die Regierung ausüben können. Ich finde Ihr Verhalten schon jetzt nicht besonders respektvoll in vielen Momenten, aber trotzdem nehme ich Ihnen dieses Versprechen gerne ab und nehme Sie da beim Wort. Also Menschenleben werden nicht riskiert. Das ist die rote Linie für Sie persönlich in diesem Protest.
Danke für das Gespräch. Was wir mit unseren Aktionen machen, ist, dass wir das Leben schützen wollen. Und deswegen werden wir auch in unseren Aktionen darauf achten, dass keiner dabei zu Schaden kommt. Herr Bayer, danke für das Gespräch hier bei Bild Live. Danke Ihnen.